Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Teil von Chaos auf Deponia. Beim letzten Mal haben wir ja die Liebestipps von Onkel Boso gekriegt und festgestellt, dass wenn wir ins Badezimmer wollen, der gute Galef hier oben den Schlüssel dafür hat. Da wollen wir ihn dann nochmal eben drauf ansprechen, dass wir mal schauen, ob man da noch irgendwas Verwertbares finden kann. Darf ich nochmal stören? Willst du es nicht ohnehin machen? Stimmt. So. Einmal den Schlüssel bitte. Hast du den Schlüssel für die Spelunkentoilette? Ja, aber ich brauche ihn noch. Ich habe da eine Wette am Laufen. Du hast gewettet, dass du die Toilette benutzen wirst? Ja, aber noch konnte ich mich einfach nicht überwinden. Hast du etwa Schiss? Noch nicht genug. Mist. Ich habe gehört, du gehörst einer Widerstandsbewegung an. Wer hat das gesagt? Das ist doch streng geheim. Sorry, das wusste ich nicht. Und den anderen scheint das auch nicht klar zu sein. Dann sag es bitte weiter. Es kann ja nicht sein, dass hier jeder meine Geheimnisse herumtratscht. Nee, das gehört sich auch nicht. Wogegen rebelliert ihr denn? Gegen die Unterdrückung durch den Organon natürlich. Tod dem Organon! Was hat dir der Organon denn getan? Na, er unterdrückt mich mit seiner ständigen Unterdrückung. Das macht mich rasend. Unterdrückt mit ständiger Unterdrückung? Ach du grüne Neune. Kann man bei euch einsteigen? Unmöglich. Du könntest ein Spion des Organon sein. Aber wie wollt ihr den Organon bekämpfen, wenn ihr keine neuen Mitglieder rekrutiert? Durch passiven Widerstand. Ihr tut also gar nichts. Doch, natürlich. Wir schmieden ständig neue Pläne, wie wir noch passiver Widerstand leisten können. Manchmal sagen wir sogar wochenlang kein schlechtes Wort über den Organon. So passiv sind wir. Wow, der Oberkontrollrat wird toben, wenn er das rausbekommt. Oh ja. Lasst mich doch mitmachen. Ich will eine Frau beeindrucken. Du meinst, das geht? Na klar. Frauen stehen auf mutige Männer. Männer, die den Mut haben, eine schmutzige Kneipentoilette zu benutzen? Ich meinte mehr so den Mut, sich für eine gute Sache zu engagieren. Hey, das tue ich doch schon. Hier, nimm den Toilettenschlüssel und bring ihn zu Gulliver. Den brauche ich jetzt nicht mehr. Hä? Das muss ich jetzt nicht... Ah, Entschuldigung. Das muss ich jetzt nicht so ganz verstehen. Aber naja. Jedenfalls haben wir jetzt den Toilettenschlüssel, den er vorher noch nicht rausrücken wollte, weil er den noch braucht. Ich muss mit eurem Anführer sprechen. Vergiss es. Der Weg zu unserem Unterschlupf ist geheim. Trefft ihr euch nicht im Keller von Janoschs Mutti? Mag sein. Aber das geheime Klopfzeichen kennen nur die Mitglieder. Lol. Im Keller von der Mutti. Darf ich bei euch einsteigen, wenn ich dich im Schnick-Schnack-Schnuck besiege? Niemand besiegt mich im Schnick-Schnack-Schnuck. Dann besteht ja keine Gefahr, oder? Das ist richtig. Also okay. Warum nicht? Sag Bescheid, wenn du bereit bist. Ja, das kriegen wir hin. Ich gehe da mal wieder. Mach das. Dafür müssen wir dann aber ja erstmal diese komischen Turnierfinger bekommen. Und die haben wir leider noch nicht im Inventar. Dafür haben wir jetzt den Schlüssel für die Toilette. Und dann wollen wir uns die auch einfach mal anschauen. Ist es hier drin gerade kälter geworden? Alles okay bei dir, Junge? Ich war schon auf schlimmeren Kneipentoiletten. Es ist nur... Ich habe diese Laute gehört und... Sagen wir einfach, das Klopapier könnte weicher sein. Du musst vor mir nicht den starken Mann spielen, Junge. Ich war auch schon auf dieser Toilette und kenne das Klopapier. Ich teile deinen Schmerz. Dir steckt übrigens noch ein Stück unter deinem Fuß. Du solltest das entfernen, bevor es noch jemand sieht. Sie würden es nicht verstehen. Oh mein Gott. Also, nee, da will ich nicht normal hin. Was haben wir denn jetzt hier eigentlich? Klopapierfetzen? Seltsames Klopapier. Übersät mit kleinen Hubbeln. Kein Wunder, dass... Eigentlich möchte ich gar nicht mehr darüber reden. Oh, hat Klein Rufus Angst vor Klopapier? Na, aber wenn da so Schmirgelpapier ist, dann kann man das auch nicht gebrauchen.
Bäh. So. Ja, er singt da immer noch fröhlich seinen O Sole Mio durch die Gegend. Und ich wollte mal eben was ausprobieren, und zwar, was passiert, wenn ich jetzt wirklich Zucker in den Tank von diesem komischen Generator schmeiße? Wie war das gleich? War Zucker im Tank gut oder schlecht für den Motor? Es gibt nur eine Möglichkeit, das herauszufinden. Ah ja. Es war schlecht. Dachte ich mir's doch. Das ist doof. Aber vielleicht können wir dann ja jetzt erstmal den Fisch mitnehmen, der da hängt. Der war ja strombetrieben. Und ohne Strom dürfte er sich eigentlich nicht mehr bewegen, wenn ich ihn anfasse. Oha, ganz schön duster hier. Aber noch lange nicht so duster, dass ich mein legendäres Sonar-Gehör zum Einsatz bringen müsste. Immerhin habe ich die leuchtendsten Augen des ganzen Südwestquadranten. Endlich macht es sich bezahlt, dass ich als Kind immer Quecksilberdämpfe eingeatmet habe. Okay, also ist Rufus jetzt eine Energiesparlampe, oder wie? Das soll ein Rasiermesserfisch sein? Also für mich sieht das eher nach einem Schwert aus. Oh, dann nehmen wir doch mal den Schwertfisch mit. Ja, der war hier hinten in die Steckdose gesteckt. Und... Au. Oh! Aua! Meine Güte! Nichts passiert! Unterbrech mich doch nicht immer, Rufus. So. Ach, so funktioniert das. Ja, der scheint zu schlafen. Und jetzt leise... Juhu, wir haben's. Kann man den noch ansprechen? Sieht nicht so aus. Ja, ist gut. Süß. Na, süß finde ich es jetzt nicht. So, hier haben wir schon alles sonst abgefrühstückt. Wollen wir doch mal wieder nach oben gehen. Und die Spelunke einfach mal verlassen. Spontane Selbstheilung im Generator. Also eigentlich macht Zucker im Tank nicht wirklich viel aus, weil da immer noch ein Spritfilter zwischen sitzt. Beziehungsweise... dem Motor das eigentlich relativ egal ist. Aber wir haben ja jetzt Noten und ich würde gerne mal gucken, ob der Gondolieri da noch was anderes singen kann. Wie wär's, wenn du mal zur Abwechslung was anderes spielst? Hier. Das Paarungslied der Schrottkrabben. Ein Magnifico! Endlich eine Canzone! Molto romantico! Und solange sind keine Schrottkrabben in die Nähe, ist non pericoloso. Mille grazie. Also wenn Schrottkrabben in der Nähe sind, sollte man das Lied nicht spielen. Vielleicht können wir uns das ja noch irgendwie zum Vorteil machen. Was für ein hässliches Nest. Das muss zu einem extrem hässlichen Vogel gehören. Das musste einfach nochmal gesagt werden. Und ja, würde ich sagen... Gucken wir doch einfach mal, was sich hinter dem Fragezeichen verbirgt. Bin ich ja mal gespannt. Eigentlich ganz schick hier. Was haben wir denn da? Fragezeichen, 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 Fragezeichen in den Hafen. Zu Docs Werkstatt. Zum Apotheker. Ist das eine Karte? Na. Hallo? Achso, das kann ich nur, wenn das hier oben ist, anvisieren. Na, dann gehen wir da doch einfach mal hin. Gucken, was hier oben noch rumkreucht und fleucht, außer irgendwelchen Krokodilen. Achso, ja, das hier oben zum Marktplatz. Eine Rohrweiche. Müllcontainer. Wir haben ja schon öfter was im Müllcontainer gefunden. Abgelaufene Beruhigungspillen. Besser als nichts.
So, wer ist er hier? Was? Wo? Ich bin neu hier. Gibt's hier irgendwelche Sehenswürdigkeiten oder so? Sehr lustig. Falls du es noch nicht bemerkt hast, ich bin blind. Nobody is perfect. Nobody but me. Was verkaufst du hier? Wonach sieht es denn aus? Tja. Nein, im Ernst. Wonach sieht es aus? Ich bin blind, weißt du? Ich sehe hauptsächlich bewusstseinsverändernde Substanzen, illegale Drogen und fragwürdige Medikamente. Puh, dann ist ja alles in Ordnung. Das hier ist mein Drugstore. Scheinbar. Was kann ich für dich tun? Illegale Drogen? Na, nee, heute nicht. Ich würde gerne was kaufen. Oh, das ist gut. Das ist sehr gut. Was soll's denn sein? Ja, ein +5 Heiltrank wäre doch ganz schön. Ich hätte gerne einen +5 Heiltrank. Die sind leider alle. Aber ich hätte etwas Gegengift im Angebot. Nee, lass mal. Dann spare ich lieber. Was ist in der Flasche da hinten? Unverdünntes Ethanol mit Frostschutzmittel. Schmeckt eigentlich ganz okay. Ich habe das früher oft getrunken, aber irgendwann habe ich die Flasche nicht mehr gefunden. Yam, 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 yam. Hast du Beruhigungspillen? Ja, aber nur auf Rezept. Doch, ich habe hier ein Rezept. Das ist kein Rezept. Das ist ein abgerissener Knopf von deinem Mantel. Bist du dir da ganz sicher? Hör mal, ich mag blind sein, aber ich bin nicht blöd. Das kann man so oder so sehen. Gibt's irgendwas umsonst? Nicht wirklich. Das Einzige, was ich dir anbieten könnte, wäre das Probeexemplar von diesem neuen Gewächs. Es enthält diverse, bewusstseinsverändernde Substanzen, die noch niemals an Menschen getestet wurden. Höchst gefährlich. Absolut illegal. Und die möglichen Nebenwirkungen sind genauso unaussprechlich wie unvorhersehbar. Aber es ist umsonst. Ja schon, aber... Na dann her damit. Nicht so schnell. Die Cucumis Agnitio gibt es nur im Austausch gegen einen Gratis-Coupon. Cucu, hä? Cucumis Agnitio. Die Gurke der Erkenntnis. Der Wirkstoff liegt in ihrem Saft. Leider ist die Schale sehr hart. Harte Schale, gefährlicher Inhalt, unvorhersehbare Nebenwirkungen. Wie bei mir. Was soll ich denn mit einer Gurke der Erkenntnis? Kann ich nicht doch so eine Gratis-Gurke bekommen? Nur im Austausch gegen einen Coupon. Na toll. Und woher bekomme ich jetzt diese Coupons? Na, aus der kostenlosen Apothekenzeitschrift natürlich. Aber ich sehe keine kostenlose Apothekenzeitschrift. Ich auch nicht. Aber hörst du mich jammern? Sie liegt hier irgendwo gut sichtbar aus. Tut sie nicht. Als ich vorhin Pause gemacht habe, war auf jeden Fall noch ein Exemplar da. Ich habe ein neues Abführmittel getestet und da musste plötzlich alles sehr schnell gehen. Und du hast das Magazin mit aufs Klo genommen? Wozu? Um dir die Cartoons anzugucken? Schon mal was von Blindenschrift gehört. Außerdem fehlt es in Gullivers Spelunkenklo immer an Klopapier. Aua. Moment mal eben. Für mich erstmal gar nichts. Jeder das, was er verdient. Also er war auf der Toilette und hat die Zeitung mitgenommen. Und weil es da kein Klopapier gibt, würde ich mal vermuten. Er hat einfach die Zeitung na, ihr wisst schon, benutzt. Und na, dann könnten wir Glück haben, dass er gerade die Seite hat liegen lassen, die wir brauchen. Aber ich will jetzt eben hier die anderen Gesprächsthemen durchgehen und danach probiere ich das mal aus mit dem, was Rufus als Klopapier deklariert hat. Von hier aus hat man einen guten Überblick über den Marktplatz. Ah, das erklärt eine Menge der Geräusche, die ich in letzter Zeit so höre. Was gibt's denn zu hören? Irgendwelche Neuigkeiten oder Gerüchte? Tja, da muss ich dich wohl enttäuschen. Diese rhythmische Hintergrundmusik übertönt alles. Außer die gelegentlichen Jubelrufe aus Richtung der Arena. Arena? Das war doch hier, Was hat es mit dieser Arena auf sich? Das wüsste ich auch gerne. Ich weiß nur, dass es eine kesselförmige Vertiefung in der Mitte des Marktplatzes ist. Dort findet irgendeine Art sportlicher Wettkampf statt. Soweit ich weiß, hat es mit Schnabeltieren zu tun. Und mit Wasser. Mit Wasser? Ja, zum Glück haben sie inzwischen ein Geländer um die Arena gebaut. Ach, das ist wohl dieses Teil hier, was ihr hier noch so gerade eben durch diesen Kasten seht. Und da sind dann anscheinend diese Schnabeltierkämpfe, von denen wir vorhin der Krawallgoal erzählt haben.
Diese Musik ist mir auch schon aufgefallen. Ich wünschte, man könnte sie einfach irgendwie ausschalten. Mir ist nämlich das Ohrwurmspray ausgegangen. Ach nö, ich lasse die Musik an. Ich finde die ganz schön. Warst du kürzlich in Bellevue? Lustig. Hey. So. Wir sehen uns. Sprich nur für dich. Dann wollen wir das aber ausprobieren mit diesem Klopapierfetzen. Ist das hier vielleicht ein Rezept? Darf ich mal tasten? Zumindest scheint es in Blindenschrift geschrieben zu sein. Auch wenn die Schrift etwas verschmiert ist. Aber ein Rezept ist das nicht. Verdammt! Diesmal war ich so sicher. Oh, warte noch. Das hier ist einer meiner Coupons. Wo hast du den nur gefunden? Man kann zum Glück nicht behaupten, dass er die ganze Zeit unter unserer Nase war. Dafür bekommst du eine Gratisprobe meines neuesten Zugangs. Cucumis Agnizio. Die Gurke der Erkenntnis. Yay. Ist so neu, dass es noch keinerlei Studien über mittel- und längerfristige Folgeerscheinungen gibt. Cool! Sowas wollte ich auch immer schon mal haben. Auch wenn ich mich immer noch frage, was man damit soll. Na, mit dem Gespräch mit dem Apotheker waren wir jetzt durch. Gibt's hier oben sonst noch was? Das rote Rohr führt in Richtung Klein-Venedig. Das grüne ins Herz des Industriegebietes. Und das gelbe in diese dunkle Gasse da. Das kann er so sehen. Ja, na, dann wollen wir doch mal gucken. Erstmal wieder runter zum Marktplatz. Mein kleinen Venedig und die Docks haben wir ja schon gesehen. Aber wenn er sagt, das gelbe Rohr geht in die dunkle Gasse, dann würde ich mal vermuten, dass es diese hier ist. Dann wollen wir uns die doch einfach mal anschauen. So. Rue refuse, Rue refuse, Rue refuse, super duper diffus. Ach, man kann über diese Schwarzmarktpenner sagen, was man will. Aber sie verstehen was von guter Musik. Hm. Ja, also das muss man echt sagen. Also die Musik in diesem Spiel ist echt klasse. Sie ist leer, wenn man mal von dem ganzen Ungeziefer absieht. Kann man die benutzen? Yay. Was war das denn? So, was haben wir hier noch? Augen im Müll? Es scheint sich um eine Schrottkrabbenkolonie zu handeln. Goldig. Oh, süß. Wenn ihr auch immer noch nicht ganz weiß, was Schrottkrabben sein sollen. Eine Tür? Das muss dieser Rebellenstützpunkt sein, von dem Garlef sprach. Ah, im Keller von der Mutti. Das ist nicht das geheime Klopfzeichen. Ist es wohl? Ist es nicht. Das geheime Klopfzeichen geht. Hehe, du Trottel. Jetzt hast du's verraten. Lass mich rein. Erst das Klopfzeichen. Na gut. Darf ich jetzt rein? Nein, warte. Ich habe mich vertan. Das war das alte Klopfzeichen. Was? Aber... Ich weiß. Eine Schande, dass wir es geändert haben. Ich konnte es mir viel besser merken. Trotzdem, wir benutzen jetzt das neue Klopfzeichen. Und wie geht das? Das ist geheim. Verdammt. Hm. Also müssen wir irgendwo rausfinden, wo dieses komische Klopfzeichen aufbewahrt wird, beziehungsweise wer uns das sagen kann. Das wird dann allerdings wahrscheinlich erst im nächsten Teil passieren. Ich werde an dieser Stelle einen kleinen Cut machen. Hoffe, ihr hattet Spaß bei dem Teil und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. In diesem Sinne, bis denn. Tschüss!